So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Fortnite. Und wir spielen mal eine Runde Hordenansturm. Habt keine Ahnung, was mich erwartet. Wir werden sehen. Was ich bisher gelesen habe, ist, dass es irgendwie verschiedene Wellen gibt. Irgendwie kommen verschiedene Monster, die man abschießen muss. Es gibt Herausforderungen auch wieder, die man erledigen kann. Aber ich will mir den Modus erstmal überhaupt angucken, um zu entscheiden, ob das was ist, wo ich mich jetzt länger ransetze oder ob ich einfach weiter Gruppenkeile spiele. Ja, also... Scheint doch gerade sehr lange zu dauern, zu laden. Ist das gut so? Oder geht das gerade gar nicht? Ich schätze, wir sehen uns wieder, wenn es geladen hat. Yay. Offensichtlich hat er es endlich geschafft, irgendwas zu laden. Keine Ahnung, ob das so lange gedauert hat. Also, verteidige strategische Positionen, überstehe den umherziehenden Sturm und eliminiere den Endboss, um das Match zu gewinnen. Bilde mit bis zu 3 weiteren Spielern ein Ding. Ich bin doch Solo-Spieler, lass mich in Ruhe. Hol dir Punkte, indem du Monster besiegst. Okay. Aber ich schätze, wenn ich jetzt alleine da reingehe, spiele ich das auch alleine, oder wie ist das? Fortnite präsentiert Hordenansturm. Dann steige ich hier wohl aus, ja? Spiele ich das jetzt gerade tatsächlich alleine? Weil ich niemanden habe, der mit mir Fortnite spielt, außer Schüler, mit denen ich nicht spielen kann. Sehr gut. Das ist doch auch mal was. Können wir bitte erst Waffen? Hallo? Okay. Munitionskiste, das gibt Punkte. Munitionskiste öffnen gibt Punkte. Ja, dann ist ja cool. Oh, ich habe eine Waffe. Das ist doch schon mal was. Ich sehe, dass der Sturm sofort kleiner wird. Oh, wow. Gib mir das. Oder bilde ich mir das ein? Nee, doch. Das war, was jetzt der Kreis ist. Wo sehe ich denn jetzt meine Monster eigentlich? Mehr Waffen. Ach da, bereite dich auf die Schlacht vor 1:22. Okay, 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 ich habe noch Zeit. Alles klar. Okay. Also ist das jetzt praktisch, wenn man einfach ohne Teamleute spielt? Spielt man das dann einfach wirklich ganz alleine? So als richtiger Solo-Modus? Was natürlich wahrscheinlich ungünstig ist, weil die Horden sich nicht ans Team anpassen werden. Schwätze, fürchte ich. Ich weiß es nicht. Oh, das bringt gar nichts, okay. Wir werden sehen, ne? Achso, das geht nicht. 26. Ja, so wirklich viel... Ah! Das ist doch schon mal eine bessere Waffe. Aber wir werden erstmal mit der Pistole arbeiten. Ich weiß ja nicht... Was ist das? Ach so. Jo, hi.
Okay. Ein bisschen was Schnelleres schießen. Achso, die droppt natürlich dann auch. Stuff. Solange die nur von hier kommen, ist ja alles gut, aber ich glaube, die kommen auch. Ja, die kommen auch von der anderen Seite. Und von da drüben und von überall. Hilfe. Jo, lass das mal bitte. Aber das ist. Auch wenn ich jetzt natürlich alleine spiele, das ist ganz lustig. Ah, ich bin hier in der Ecke, das ist jetzt nicht so lustig. Aua. Lass mich in Ruhe. Wie lange muss ich? Muss ich jetzt die Zeit da komplett ausstehen? Überstehen? Oder wie ist das? Ja, macht halt die Mauer da kaputt. Wenn ihr sonst nichts zu tun habt. So, kann ich hier mal Stuff sammeln? Da lag doch noch mehr. Warum ist das alles jetzt despawned? Das Zeug, die spawnt mir zu schnell. So, jetzt habe ich hier eine neue Waffe. Wo ist er denn hin? Jetzt die Phase verstanden. Hau die jetzt erstmal ab. Ich hab mich wieder vorbereitet. Dankeschön. Meine. Ach, und ich bin sowieso aufgeladen. Ja, gut, ist auch in Ordnung. So, Munition und so weiter. Aber da war eine grüne Waffe, die ist verschwunden. Ah, da ist sie. Das kann man natürlich austauschen dann, ne? Ist klar. So. Das, war ja interessant. Ich habe nicht allzu viel Zeit zum Vorbereiten. Wait, das wird noch kleiner. Was liegt hier eigentlich alles rum? Eine Truhe! Die liegt da echt gut. Aber ich bin hier, glaube ich, ganz ungünstig. Das wird doch jetzt super witzig. Winzig. Achso, jetzt zieht sich die wieder auseinander. Ne, die bewegt sich. Ih, was ist das denn? Das ist ja ekelhaft. Aua. Ich sehe überhaupt, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin kann. Da kann ich entscheiden. Das muss ich jetzt 3 Minuten durchhalten. Aua. Aua. Ja toll, da so komme ich natürlich gut an meine Munition auch rauf. Klappt ja alles hervorragend. Aua. Lassen Sie das. Gib mir Munition, gib mir Munition, gib mir Munition, gib mir Munition. Gib mir Munition. Ich
Okay, Hälfte der Zeit haben wir rum. Üff. Da kommen schon die nächsten. Wollte ich nicht. Wo kam der denn? Da. Lassen Sie das mal. Wir haben es gleich geschafft, diese Fahrt zu überstehen. Aua. Und das war's. Oh, das tut ein bisschen weh. Okay, dann gehe ich da nicht mehr rein. Und hier wird es jetzt wieder ein bisschen größer, ja? Dann trinken wir das mal kurz. Denn das Grün muss sich wieder auffüllen bei uns. Achso, ich kann keine Raketen mehr tragen. Ja, ist auch cool. So, jetzt habe ich eine halbe Minute, um mich auf die nächste Phase vorzubereiten. Das ist ja nicht so cool. Vor allem, ich krieg halt keine neuen Waffen oder sowas, ne? Ich hätte am Anfang vielleicht besseres Zeug finden können, aber jetzt ist vorbei. Hilfe! Bewegt sich jetzt wieder alles oder wie läuft das jetzt? Nein, hier scheinen wir jetzt einfach stehen zu bleiben. Okay, das heißt, die kommen jetzt einfach wieder von allen Seiten. Sag mal, wie ist denn das, wenn ich mich jetzt da hochbaue? Kommt die dann auch angewurschtelt, oder? Oh, die schießen jetzt. Das habe ich mir anders vorgestellt. Oh mein Gott. So, Freunde, ich hätte eigentlich gerne erstmal probiert, mich da rumzubauen. Gib dir mir die Zeit. Oh mein Gott, was bist du denn? Oh, du bist interessant. Aua. Okay, verstanden. Du machst. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist das? Soll ich das zerschießen oder was mache ich damit? Hilfe! Ich werde es nicht mehr einfach fahren, glaube ich. Oh mein Gott. Ach so, wenn ich aufs Dach gebe, die ist einfach wahrscheinlich das ganze Haus einreißen. Ja, sehr sick. So, kann ich jetzt mal bitte hier dorthin rennen und schauen, was das ist. Ach so. Ah, verstanden. Aua. Da ist noch so ein Ding, oder? Hol ich mir. Nice. Was auch immer das bringt. Aber die scheinen auch was zu bewirken, wenn ich die Dinger auslöse.
Irgendwas bewirken die. Ich weiß nicht was, aber irgendwas bewirken die. Und hier im Moment interessieren die sich gar nicht für mich. Finde ich auch gut. Okay. Ich habe hier komplett meine Ruhe. Die Ruhe hat sich erledigt soeben. Das geht. 10 Sekunden noch. That's it. Wie Runde 2 abgeschlossen? Das war doch Runde 3. Oder verstehe ich gerade irgendwas wieder nicht? Oh, das Ding bewegt sich wieder. Oh, es wird wieder kleiner, ne? Oh, warte. Ist ja lauter Stuff. Schweres Sturmgewehr. Wollen wir mal austauschen hier. Zack. Oh mein Gott. Das ist alles nur normaler Stuff. Aber die Munition kann man natürlich mitnehmen. Geht da auch irgendwas? Nein. Hallo? Munition? Na, Munition geht immer. Ich muss hier weg. Beziehungsweise das ist wieder so ein Laufding, ne? Ah, das ist wieder so ein Laufding. Nicht cool. Folge dem Sturm. Ah, weia. Das war nicht so cool. Aua. Ja, die hat irgendwie nicht so viel Munition. Die, also nicht Quatsch, Ari schießt ja mit der falschen. Guten Morgen. Ah, da komme ich nicht ran. Aber er auch nicht, von daher passt das rein. Jetzt kommt er durch. Wait, das ist jetzt aber... jetzt aber gar nicht cool. Ja, ich muss da auch mal durch, Freunde. Ey, das ist jetzt aber echt nicht gut. Das ist jetzt aber echt nicht gut gewesen. Oh mein Gott. Oh no. Was bist du denn? Du bist doch ein Fetter gewesen, okay. Aber das war gerade nicht cool mit der Zone, dass die sich so gar nicht kooperativ verhält mir gegenüber. Was den Weg angeht, den sie verläuft. Ah, mein Gott, schon wieder so einer. Oh Gott, der explodiert auch. Nein! Ah... okay. Ha. Okay, jetzt gucken wir mal, was es da für Herausforderungen gibt und was wir jetzt schon ansatzweise vielleicht geschafft haben. Aber das ist natürlich, ne? Das ist natürlich klar, dass das alleine ganz anders läuft, als wenn man da zu viert spielt. Aber ist ein lustiger Modus. Ich mag das, dass es in Fortnite auch so abwechslungsreiches Zeug gibt. Das finde ich schon cool.
So, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Aber jetzt haben wir gar nichts. Ach so. Okay, wir bauen. Wir haben alles ein bisschen aufgebaut. Eliminiere Teile der Horde mit Kopfschüssen. Achso, ja gut. 222 Kopfschüsse von 500. Das würde man hinkriegen. Eliminiere Giftscheusale. Aus mindestens 5 Meter entfernt. Ja, okay, da muss man nah an die ran. Sammle Punkte-Multiplikatoren. Das waren, glaube ich, die Kristalle. Ja, 2 von 10. Ich verstehe. Das macht. Ach, das sorgt dafür, dass die Punkte dann höher werden. Mehr nicht? Na gut. Füge Spawn-Obelisken Schaden zu. Ah! Ah, die kann ich. Ach, die kann ich also auch. Okay. Das ist gut zu wissen. Dann werde ich das nächste Mal machen. Arbeite mit deinem Team zusammen, um Goldungetüme zu eliminieren. Ja, gut, habe ich alleine gemacht. Ist okay. Das war dieser große, fette. Gewinne ein Match. Also man kann auch komplett durchkommen, ja? Phase 1 von 4. Gewinne mit einem Teampunktestand von mindestens 50. Kriege ich nicht hin alleine. Kann ich knicken. Und wenn ich alle 7 schaffen muss, um hier diese Waffendingsfarbe da zu bekommen, dann kriege ich das nicht hin. Bräuchte ich ein Team für. Das wird man ohne Team nicht hinkriegen. 50.000. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Wir probieren noch eine Runde. Aber ich glaube nicht, dass das solo geht. Halt, wollte ich nicht. Das dauert jetzt wahrscheinlich wieder 3 Jahre, bis es lädt. Deswegen schätze ich, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Sollte gleich losgehen. Es lädt schon eine ganze Weile. Und bevor ich es nachher wieder zu spät lade, habe ich jetzt schon mal wieder gestartet. Gucken wir mal, was der Tag so bringt. Also ich werde jetzt mal versuchen, die Spawnpunkte auch anzugreifen. Vielleicht kriege ich die ja kaputt. Vielleicht kann man damit ja dafür sorgen, dass die Phasen schneller kaputt vorbei sind oder sowas. Ah, wait, das geht auch gar nicht los. Das ist erst dieser Vor. Dankeschön. Das heißt, das Gebiet sucht sich die Karte, das Ding selber aus. Ja, oder es ist immer das gleiche. Nee, es ist nicht das gleiche Gebiet. Oder? Ne, da waren wir vorhin nicht. Es ist zwar die auch so ähnlich die Wüste gewesen, aber wir haben da vorne irgendwo gestartet. Nicht hier. Gehe ich erstmal zur Stadt. Ich glaube, da bin ich waffentechnisch erstmal schlauer dran. So, also wir haben wie viel Zeit? 2 Minuten 30. Oh, es leckt gerade ein bisschen. Halt! Da gönne ich mir doch direkt mal eine Kiste. Ich muss halt... Ja, sowas wie Granaten und so weiter, das ist Quatsch. Das brauche ich eigentlich gar nicht mitnehmen, weil ich das eh nie einsetze. Wobei, gerade jetzt bei denen kann ich es vielleicht auch ab und zu mal nutzen und es entsprechend auch gut werfen. Wait, was? Geht schon los? Ah, nee, aber es wird jetzt schon kleiner, okay. Ja, dann, tschüss Stadt. War nett mit dir. Das ist jetzt natürlich blöd, weil jetzt habe ich eine ganze Zeit, einen ganzen Weg lang, den ich mich eigentlich noch vorbereiten müsste, im Moment nichts, wo ich was machen kann. Ah, das ist doof. Aber wir haben schon ein bisschen Munition, das ist schon mal gut. Da haben wir eine blaue Waffe, das ist okay. Da haben wir noch eine blaue Waffe, da haben wir nicht allzu viel Munition, aber das können wir ja noch kriegen. Was ist das? Kann ich das schon kaputt machen? Das ist gar nichts, was ich machen kann. Aber hier sind Ah! Oh mein Gott, hier ist ja ganz viel Stuff. Das können wir austauschen. Gib mir das.
auch mehr Liebe als Last zum Werfen. Ich komme halt kaum zum Werfen. Das ist immer diese Geschichte. Das heißt, diese Dinger sind immer gut da wird man versorgt praktisch, ja. Okay. Na gut, jetzt geht's gleich los. Dann werde ich mal jetzt versuchen, ein Auge drauf zu haben. Wo denn die Spawnpunkte sind? Die direkt die Spawnpunkte angreifen. Aber ich darf auch nicht die Gegner selber dann verraten, dass sie alles klar. Da wäre natürlich jetzt sowas wie Dingsbänder gewesen. Weißt schon, was ich meine. Weißt du nicht, aber es macht nichts. Wurfsache. Oh. Ich muss Munition. Kriegen wir jetzt das Ding mal runter? Nice. So, und hier sind jetzt solche Teile da, genau. Nice. Und hier ist noch so einer. Wir haben ja gelernt, es geht auch um Punkte zu machen, also sollte ich die Multiplikatoren relativ bald einsammeln. Wo ich hier mehr Punkte veranstalte. Wie könnte denn noch was sein? Aus der Karte werde ich gerade nicht wirklich. Ach, das ist überall Spawn. Das ist überall so Dinger. Kann ich die auch so abbauen eigentlich? Ja, es geht sogar ganz gut. Das macht mir jetzt nicht so viel Schaden. Schießt wir mal so durch die Horde. Ich nehme hier gleich durch. Nice. Ah, was ist das denn? Oh, was? Ja, sick. Ja, sick. Kam es jetzt daher, weil ich den an der Stelle angegriffen habe, oder bleiben da immer solche Sachen übrig und ich wusste es bisher nur nicht? Hab da auch nicht drauf geachtet, so wirklich. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Das ist meine Waffe hier. Selten sehr gut. Ist da oben auch so eine Kiste dann jetzt? Nein. Das geht jetzt auch gleich. Ah, jetzt ist so ein Folge dem Sturmding, ne? Ich hoffe, ich habe genug gesammelt, weil ich komme dann an ein anderes Zeug nicht ran. Da ist noch Munition. Aber ich glaube, es ist nur Pistolenkram. Dass ich von der Waffe jetzt ein bisschen viel Munition auffinde. 175 haben wir aktuell. Okay, aber das tausche ich mir trotzdem mal aus. So.
Weil jetzt habe ich natürlich keine Spawn-Punkte, die ich angreifen kann. Ich komme jetzt ja auch einfach von irgendwo aus dem Sturm raus. Der jetzt, wenn er wieder gemein ist, der Sturm, dann ärgert er mich jetzt wieder, ne? Das ist auch nicht so cool. Also bisher haben wir 6700. Multiplikator mal 4. Ich muss also solche Dinger finden, dann erhöhe ich den... Dann erhöhe ich den Multiplikator. Verstanden. Aktuell sammeln wir halt nicht wirklich Munition für diese Waffen, die ich hier habe, ne? Ist nicht so gut. Lass das mal. Ich müsste halt was für die Waffe hier finden. 58 habe ich jetzt noch. Das war was für die Waffe, sehr schön. Was ist mit dir? Hast du keinen Bock? Ah, ich darf halt nicht zum Sturm. Oh nein! Oh, das ist doch dumm! Das mit dem Sturm ist doch echt dumm. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass der plötzlich da abhaut. Oh Freunde, ich habe jetzt keine Zeit für. Oh, ist das dämlich. War dann das, ab die Munition dazu von der Waffe ist jetzt halt durch. Ich hoffe, ich kriege hier Munition für die Waffe, das wäre cool. 18. Nee, 36 erst. 54. Ja, ein bisschen Munition ist dabei, 90. Okay, die großen sind das, ne? 105 jetzt, okay. Hier ist noch ein bisschen Muni drin. Okay, ein bisschen Muni haben wir wieder von dem Zeug. Ich muss halt echt aufpassen, wenn diese Sturmbewegung ist, dass ich bauen kann, wenn es hart auf hart kommt. Anders kommt man da nicht zurecht. So. Jetzt werden wir versuchen, einmal mit der Shotgun. Oder mit der hier eher. Oder mit dem Ding werden wir es mal probieren, die Teile anzugreifen. Ah, Mist. Das hat nicht funktioniert. Warte, 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 warte. Ich will erstmal... Lass mich doch erstmal jetzt hier gucken. Ah! Der hat mich vereist. Was ist das denn? Falsche Waffe. Oh, das war blöd. Ja. Okay, ich muss ein bisschen mehr mich jetzt erstmal auf die Gegner konzentrieren. Och, und auf die Dinger hier. Habe ich ganz vergessen. Nice. So, den da oben habe ich schon ein bisschen angegriffen. Den könnte ich auch weiter angreifen. Ah, oh, die Eistypen sind blöd. Und nervig, oder?
Oh, ist das ein goldener? Ja. Nein, das war kein goldener, das war so ein... Ah, so eine war das. Ah, oh, Mist. Ist ja leer. Ich bin aber gar kein Fan von hier. Als Hund lädt die ständig nach. Oh Gott. Das könnte ein Problem werden jetzt hier. Da will ich nicht hin. Aber da will ich hin. Das ist gut. Komm mal her. Nice. Oh, das Eis, ne? Oh, das Eis ist ungünstig den Bergen auf. Das ist der Eistyp, der muss weg. Okay. Jetzt haben wir wieder von der Munition ein bisschen was. Nein. Jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen, die anzugreifen. Die Phase haben wir verstanden. Sheesh. So, ganz schnell. Zusammensammeln und dann ist die nächste Laufphase. Ja, die brauche ich. Davon brauche ich ganz viel. Von den langen Munitionsdingern brauche ich ganz viel. Ist irgendwo wieder so eine goldene Kiste, so eine große Kiste? Oder hat sich das jetzt hier ein bisschen aufgefüllt, dass hier neue Munition rumfliegt? Ah, nice, die brauche ich. Genau, die brauche ich. Oh mein Gott, hier, gib mir das. Das brauche ich alles. Gib mir das. Sehr gut. Kann ich hier wieder sehen, was hier ist? Was ist hier was offen? Nein, das ist gar nichts offen. Die habe ich alle schon aufgemacht, ne? Ja. Okay, aber wir haben 288 von der. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann weiter im Programm. Wir haben den Multiplikator von 7 jetzt. So, jetzt muss ich aber echt gucken, dass ich beachte, wie der Sturm läuft. Die brauche ich, habe ich richtig gesehen. Storm is coming. Winter auch. Hilfe. Ui. Ah. Die haben guten Aim, ne? Nein, nicht schon wieder. Oh mein Gott. Das ist jetzt ganz ungünstig hier. Der Phase. Genau deswegen. Oh nee. Ich muss da irgendwie wieder rüber, ganz schnell. Ich schaff das nicht. Ich komme da nicht rüber. Oh mein Gott. Super ungünstig jetzt wieder. Super ungünstig. Ah, das ist jedes Mal wieder wegen dem Sturm. Das ist doch kacke. Ich bin tot. Ja, ich kann nichts machen. Ach. Immer weil ich aus dem Sturm rausrutsch. Mist! Immer weil ich aus dem Sturm rausrutsche. Ärgerlich, wegen dem Eis. Mano. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir bei den Herausforderungen sind. Das Problem ist Phase 1. 50.000 schaffe ich nicht. Jetzt hatten wir wie viel? 25.000? Uff.
großes Uff. Also. Die haben wir abgeschlossen. Spawn-Obelisken, Schaden zu fügen. Ja, toll. Punkte-Multiplikatoren sammeln kriegen wir auch hin. Das ist jetzt nicht das Schwierige. Das geht alles mit der Zeit, kommt es zustande. Das kommt auch mit der Zeit zustande. Das hier weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, wann man gewonnen hat. Wie viele Runden gibt es denn? Keine Ahnung. Und das ist natürlich das nächste Problem. Gewinne mit einem Teampunktestand. Also ich muss auch noch gewinnen. Es reicht nicht nur, den Teampunktestand zu haben, sondern ich muss ihn auch noch dann damit gewinnen. Na gut. Aber wo diese Kiste herkam, würde mich interessieren. Diese Obeliskenkiste, weil die war super. Die war richtig gut. Die hat mich mit ordentlich Stuff versorgt, was richtig gut war. Und das hätten wir jetzt auch locker weiter schaffen können, wenn ich da nicht wieder aus dem Sturm rausgerutscht wäre. Die Laufphasen können echt ganz gemein sein. Na gut. Danke fürs Zuschauen an der Stelle. Wir machen noch eine Runde nachher. Also im nächsten Part. Und tschüss.